Die Unabhängigkeit des Kosovo war in der EU von Beginn an umstritten. Nicht alle EU-Mitgliedstaaten erkennen sie an. Aber es wird immer deutlicher, dass das Kosovo eigentlich kein lebensfähiger Staat ist. In Scharen flüchten derzeit Kosovaren in die EU. Viele wollen nach Deutschland. Und obwohl sie wissen, dass ihnen nichts als die schnelle Abschiebung winkt, lassen sie sich nicht von der Reise abhalten. Till Rüger. Er ist einer von knapp 50.000, die in den vergangenen Monaten versucht haben, das Kosovo zu verlassen. Shefki Bunjaku, 22, aus dem kleinen Ort Vuštri im Norden des Kosovo. Beim Grenzübertritt von Serbien nach Ungarn hat man Shefki festgenommen und in ein ungarisches Flüchtlingslager gebracht. Ich wollte eine bessere Zukunft in Deutschland. Dort wollte ich mein Studium der Betriebswirtschaft fortsetzen. Hier gibt es kein funktionierendes Gesundheitswesen und keine guten Universitäten. Ich hatte so viel Hoffnung und jetzt ist alles vorbei. Nach 12 Tagen wurde Shefki abgeschoben und lebt seitdem wieder im Kosovo, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Für 3 Jahre darf er nicht mehr in die EU einreisen, versuchen will er es trotzdem wieder. Viele in Vuštri sind bereits weg. Shefki nimmt uns mit zu den Nachbarn. Die haben es bis Deutschland geschafft, erzählt er. Sie hatten mehrere Kühe, von deren Milch sie lebten. Doch 2 davon verhungerten, weil das Futter zu teuer wurde. Die übrigen haben sie dann verkauft, um die Reise zu bezahlen. Aber ihre Hoffnung, in Deutschland zu bleiben, hat nicht lange gehalten. Ihnen wurde bereits mitgeteilt, dass sie bald schon zurückgeschickt werden. Sehr traurig. Bis zu 900 Euro müssen Ausreisewillige an die Schleuserbanden zahlen. Viele werden an einer der Grenzen abgefangen, wie hier bei Aschatalom an der serbisch-ungarischen Grenze. Einer aus dieser Flüchtlingsgruppe war schon während des Kosovo-Krieges 1999 in Deutschland. Was wollen Sie wissen? Welches ist Ihr Ziel? Nach Deutschland gehen, natürlich. Wo genau? Hannover. Natürlich ein besseres Leben suchen, ein bisschen Arbeit, aber nicht mehr in Kosovo kommen. Obwohl ihn die ungarische Grenzpolizei erstmal gestoppt hat, will er nicht aufgeben. So leben? Auf keinen Fall. Ich würde mich umbringen. Was soll man in Kosovo machen? Ich schlafe in einem Zelt. In einem Zelt seit 3 Jahren. Auf den ersten Blick sieht die Hauptstadt des Kosovo aus wie eine normale südländische City. Berufsverkehr und Baukräne. Doch viele der Häuser sind Ruinen, werden seit Jahren nicht fertiggestellt, weil Geld fehlt. Viele der Menschen in der Fußgängerzone von Pristina haben nichts zu tun. Offiziell liegt die Arbeitslosigkeit bei über 40%. Die vollmundigen Ankündigungen politischer Reformen und umfassender Armutsbekämpfung nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 2008 wurden bisher von keiner Regierung umgesetzt. Versprechen der internationalen Gemeinschaft für Investitionen in Infrastruktur und Industrie wurden nie eingelöst. Auch der 19-jährige Gentrit Mucic denkt darüber nach, auszuwandern. Er hat die Realschule abgeschlossen und Fachabitur, doch jetzt weiß er nicht mehr weiter. Mit Freunden diskutiert er im Moment fast nur über ein Thema, Ausreise. Ich glaube nicht, dass sich hier etwas verändert. Ich muss mir so oder so einen Job im Ausland suchen, nur dann kann ich mein Leben verbessern. Viele meiner Mitschüler und Bekannten sind schon gegangen. Sein Freund Faton hat einen Job als Mechaniker, Stundenlohn 3 bis 4 Euro. Doch davon kann man selbst im Kosovo keine Familie ernähren. Ich hoffe, dass sich die wirtschaftliche Lage endlich verbessert, dass es mehr Arbeit gibt. Die neue Regierung ist gerade erst ins Amt gekommen. Ich will noch abwarten. Von offizieller Seite befürchtet man inzwischen ein Ausbluten des Landes, da vor allem Fachkräfte gehen. Für die meisten aber ist schon die Reise an sich eine Abwechslung von der Eintönigkeit des Lebens im Kosovo. Ein großes Abenteuer, bei dem man wenig verlieren kann. Auch deshalb zieht es Gentrit fast jeden Abend zum Busbahnhof in Pristina. Er erkundigt sich regelmäßig nach den Ticketpreisen. Es sind inzwischen deutlich weniger Busse, die abfahren in Richtung Deutschland. Statt bis zu täglich 20 in den vergangenen Wochen sind es heute nur 2 Busse. Noch zögert Gentrit. Es gibt derzeit keine günstigen Fahrkarten. Alles ist schon ausgebucht für die nächsten 3 Tage. Vor allem die jungen Kosovaren wollen weg. Und wer abgeschoben wird, der versucht es eben erneut, sagt Gentrit. Denn nichts sei schlimmer als Perspektivenlosigkeit in einem Land ohne Zukunft.